Erstück wird Ende September zum ersten Mal mit einer neuen Besetzung aufgeführt. Die deutsche Bühne hat dieses Stück ausgewählt, weil das Märchen eine Verbindung zwischen ungarischen und deutschen Kindern bedeuten kann. Die Bremer Stadtmusikanten ist ein bekanntes Märchen, auch in Ungarn und auch für die Kinder, die Deutsch lernen. Meine Erfahrung ist es, dass alle Kinder, die Deutsch lernen, dieses Märchen entweder im Kindergarten schon oder in der Schule lesen und auch bearbeiten. Und ich glaube, das ist eine besondere Erfahrung und ein Erlebnis für die Kinder, wenn die dieses Märchen, was sie schon so gut kennen, auch auf der Bühne sehen und mit den Tieren mitfiebern können und sehen, was unsere Version von diesem Märchen ist. Das Genre der Aufführung ist Komödie, deren Hauptziel ist, das Publikum zum Lachen zu bringen. In diesem Fall gibt es aber auch einen Hauch von Traurigkeit. Gleichzeitig enthält jede Geschichte eine Lehre, sodass sie auch für ein jüngeres Publikum geeignet ist. Eine Komödie, eine märchenhafte Komödie oder ein komödienhaftes Märchen? Das eigentlich eher das Zweite, und das ist aber deswegen auch lustig, weil es eigentlich traurig ist. Und also die guten Komödianten wie Charlie Chaplin und Buster Keaton sind ja immer auch mit ernsten Themen befasst und die Bremer Stadtmusikanten auch. Ich mochte das immer schon, das Märchen. Es geht ja darum, dass Leute, wenn sie irgendwie nicht mehr so produktiv sind, also nicht Leute, in dem Fall ist es ein alter Esel, ein alter Hund, eine alte Katze und ein alter Hahn, und die können nicht mehr so viel arbeiten und nicht mehr so viel leisten, und dann werden sie verjagt. Und dann könnten sie natürlich auch depressiv werden und sagen, mein Leben ist zu Ende, aber das tun sie nicht. Sondern sie sagen, wir hatten doch Träume. Und vielleicht auch, weil ich jetzt schon älter bin, keine Ahnung. Es ist so wichtig, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben Träume und die verwirklichen wir. Und wenn wir uns jetzt zusammentun, und das tun die, das ist diese berühmte Pyramide, die haben wir auch, leider haben wir kein Foto gemacht gestern, weil einer ist runtergefallen, bevor das Foto gemacht wurde. Und Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn, die machen zusammen Musik, die machen eine Band. Und das ist ein bisschen schon bei den fürchterlichen Fünf so gewesen, mein Ansatz, den Kindern zu zeigen, bleibt nicht alleine, tut euch zusammen, dann habt ihr mehr Stärke, auch Probleme zu lösen. Oder ihr könnt auch, wenn ihr weniger Angst habt, eine größere Resilienz haben, um den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Und ich finde die Märchen dann schön, wenn sie Lösungsansätze bieten. Und das tun sie nicht immer. Oft sind das auch böse Hexen und dann ist alles ganz schlimm. Und hier ist es einfach ein Märchen, das hat einen Lösungsansatz und ist noch dazu lustig. Und das ist der Grund. Es gibt auch neue Figuren auf der Bühne, wie zum Beispiel den Froschkönig. Paul Wie, der jetzt im zweiten Jahr am Deutschen Theater ist, sagte, er sei von der Umgebung völlig gefesselt. Wir wollen einen Märchenwald zeigen, in dem nicht nur die Bremer Stadtmusikanten sind, sondern auch einige andere Figuren. Ja, in dem Wald, da geht's ab. Ich spiele den Froschkönig, der auf dem Weg ist, seine Prinzessin zu finden, die ihren goldenen Ball verloren hat. Und ich habe ihn hier rausgeholt und dann ist sie einfach weggelaufen. Und jetzt bin ich auf der Suche nach ihr. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Zwei ehemalige Kollegen, die letzten beiden Jahre hier gespielt haben, sind gute Freunde von mir. Ich habe mit denen zusammen studiert. Die waren die letzten beiden Jahre hier und ich übernehme jetzt quasi die Position. Das heißt, ich war letzten Sommer schon mal zu Besuch, habe die Premiere von Sommernachtstraum gesehen und mich direkt ein bisschen verliebt in die Gegend. Es ist wunderschön mit den Weinbergen, der Donau in der Nähe. Wirklich sehr schön. Und ich bin froh, hier zu sein. Die Regisseurin des Stücks, Verena Koch, ist der Meinung, dass diese Stücke eine heilende Wirkung haben und auch perfekt sind, Menschen zusammenzubringen. Sowohl für Kinder als auch für ältere Menschen kann ein solches Stück ein gutes Programm sein. Der Schlussgedanke ist immer der mich immer beschäftigt, dass gute Geschichten heilsam sind. Für die Seele, für die Freundschaft und für die Gesellschaft auch. Und für das Miteinander.
Das Stück wird während der gesamten Saison bis zum 30. Juni zu sehen sein und alle sind herzlich eingeladen.